Screen. Das wäre natürlich sinnvoll. Ja, das können wir mal probieren zum Beispiel. Was nehmen wir mal? Zum Beispiel ein Blitz oder Dynamit. Was haben wir noch? Ja, die drei. Das, was ich unendlich habe, das ist natürlich am sinnvollsten, meiner Meinung nach. So, plus 3% Schäden, plus 13, plus 20. Plus, wow, da gibt's gute Dinge. Ich nehme mal das da, plus 13% Schäden. Jetzt ist das ein bisschen stärker. Haben wir das jetzt gekriegt? Es ist notwendig, die vorherige Verbesserung zu... Ach so, das muss man nach der Reihe. Ah, alles klar. Sorry, Leute, das habe ich ein bisschen verschwitzt. Jetzt haben wir das da und natürlich zu wenig Geld für das. Aber wir können das ein bisschen stärker machen. Jo, das hat schon Sinn. Wow, da kriegen wir das. Das ist cool. Geht das von rechts nach links? Jetzt mal. Ja, so geht's rüber. Okay, na gut, dann können wir hier natürlich noch weitermachen. Ich werde ein bisschen den Blitz jetzt ein bisschen bevorzugen. Ja, dann geht da was weiter. Können wir noch was nehmen? Vielleicht Dynamit? Natürlich geht sie aus. Und einer geht noch. Nochmal Dynamit. Also, Dynamit und Blitz haben wir jetzt verbessert. Ja, langsam kommen wir ein bisschen rein in das Game. Ich würde sagen, gehen wir einfach in den nächsten Level. Wir kriegen 153, wenn wir das schaffen. Und wir werden das schon schaffen, natürlich auf 3 Sterne. Also hoffe ich halt, ne? Und ja, muss man gucken. So Leute, ich hoffe wirklich, dass es mit der Aufnahme hinhaut. Weil, wie gesagt, das ist ein Test hier bei mir. Mit einem neuen Programm. So, also, was müssen wir machen? Ich würde sagen, wir geben hier mal Flächendamage hin. Ne? Das geht sich einmal aus. Dann hier einen normalen und probieren wir vielleicht einmal ein bisschen, was ist immer ein Tesla, Freezer, dann geben wir unseren einen Freezer, dass der Flächendamage reinpfeffern kann und den werde ich dann so schnell wie möglich upgraden. So, gibt es hier irgendwelche Bäume zum Pflücken? Oh, merke ich nichts. Ah, da ist einer. Oh, das ist echt faszinierend. Das mit den Bäumen finde ich irgendwie lustig. Ja. Da können wir schon den nächsten holen. Jawohl, Flächendamage rauf. Ja, das läuft supi-dupi. Das sollte man gut hinkriegen. Wir werden es dann noch hart probieren, aber wie gesagt, ich muss ein bisschen die Tower hier upgraden, weil sonst geht das natürlich nicht. So, den müssen wir auch upgraden. Sonst habe ich ein Problem mit den schnellen Scheißern. Da trifft der Flächendamage auch, wenn die ein bisschen geslowt sind. Das hat Sinn. Das hat durchaus Sinn. Was haben wir hier? Ah, da kann ich im Game die kaufen, okay. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier wohin drücken würde, haut er mir in den Shop und ihr kriegt es gratis. Macht das nicht, ihr verderbt euch wirklich den Spaß. Ich kann es echt nicht empfehlen. So, das ist nur von vorher besetzt, das sehe ich gerade. Aha, okay. Ja, easy peasy, ne? Kann man den auch upgraden? Ja, das ist mehr Slow wahrscheinlich, ne? Aber wir werden jetzt den Flächendamage da voranbringen. Der wird schon ein bisschen giftiger hier. So, wir müssen den jetzt ein bisschen upgraden hier, weil das wird schon schwierig. Oh, Schatzkiste. Geil, wir haben 5 so Dinger gefunden. Ja, also gibt immer wieder was Neues da hier. Finde ich geil. So, upgraden wir den, dass er mehr Damage macht. Den müssen wir jetzt anders hier. Mit so einer Bombe langsam hier. Jetzt haut der ab, oder was? Willst du mich verarschen? Aber wir haben es geschafft, ne? Also es geht zügig voran. Jetzt kriegen wir wieder solche komischen Games hier. Ich werde mal versuchen hier... Was ist das da? Einen neuen Auftrag haben wir. Es ist notwendig, die Stärke der Waffen zu vergrößern, um die Verteidigung zu verbessern. Die Waffe wird im maximalen Level am effektivsten. Bilde den 4. Level Balliste in jedem Level. So. Also mit den Quests ist es ein bisschen schwierig, aber okay. Nicht geschafft. Mit dem Mechanismus jeder Art. Okay, und was ist das? Ja. Mechanismus von Ares. Haben wir denn nicht? Nee. Es ist ein bisschen undurchsichtig, das Ganze. Also easy ist es nicht. Das muss man sagen. Warte mal, hier ist die Werkstatt. So, und jetzt können wir wieder basteln. Hm, wie mache ich das? Ich nehme das jetzt und ziehe es einfach... Nee, da hat er schon was, der Tor. Da müsste man das raus und mehr rein von denen, so irgendwie. 5? Minus 2, 5. Ja, das kann man dann auswechseln. Das sind halt 5 auf einmal. Ja, da müsste man stärkere kaufen. Es ist ein bisschen kompliziert, das muss man schon sagen, aber okay.
So, kritischen Damage. Ich werde mal den ersten da ein bisschen rauf wumsen, bumsen. So, das werden wir raus. Dann habe ich es wieder da. Das kostet ein bisschen was. Glaube ich zumindest. So, rein da. Jetzt ist der ein bisschen besser dargestellt. Jetzt muss ich, glaube ich, verbessern drücken. Machen wir das einfach mal. Zu verbessern erfahren wir um 2 von den gleichen Minuten. Hä? Wie 2 von den gleichen Minuten? Was? Zur Verbesserung der erforderlichen Mechanismen. 2 von den gleichen. Also da kann ich die da verbessern, oder? 5. Mal darauf. Check ich irgendwie nicht. Und verkaufen, dann kriege ich 10, oder? Machen wir mal. Aha. Verbessern. Wie kann ich die verbessern? Irgendwie geht das nicht. Zusätzliche Zelle kaufen. Nö, 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 nö. Also wir haben hier genug Zellen, ne? Also ein bisschen ganz verstehen du es noch nicht, wie verbessere ich die. Also das habe ich noch nicht heraus. Aber wir haben das hier mal rein, dass der ein bisschen stärker ist und ich werde die dann einfach hier investieren. Na, was wir halt so haben hier. So, kreuzen wir das an, dass er nicht jedes Mal so blöd nachfragt. Jo, soweit sind wir. Schauen wir, vielleicht können wir hier noch was machen. Die Bombe vielleicht ein bisschen verstärken auch. Also ich bin mehr mit den Extras hier, muss ich sagen. Da bin ich froh, wenn wir hier durchkommen. So, vielleicht nur ein bisschen Dynamit. Ja. Geht, dann macht der ein bisschen mehr Wumse-Bumse. Ne? Und das zum Kaufen, das lasse ich mal. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach in den dritten Level. Also das Game ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr kompliziert, kommt mir vor. Oder ich verstehe es nicht. Ne? Eins von beiden. Aber okay. Wir werden einfach schauen, dass wir es durchkriegen. Nach Möglichkeit mit 3 Sternen. Also auf mal normal sowieso und Hardcore versuchen wir, wenn wir bessere Tower haben. Wobei ich aber nicht so wirklich weiß, wie wir das upgraden können. Ne? Ja, das können wir machen, das klappt da. Aber das geht irgendwie nicht bei jedem Baum. Das geht nur bei manchen. Das geht man nicht ganz ein da. Bei welchen das geht. Der geht noch. Das ist ein bisschen komisch. Hm. Jo, dann würde ich sagen, wieder ein Slower. Das hat ganz gut geklappt. Dahinter ein Flächendamage. Und da einen normalen. Ja, denke so, können wir beginnen. Oh, was ist denn das für ein Teil? Oh, der ist ja dreckig. Holen wir gleich den nächsten rein. Wir haben 7 Wolves jetzt. Oh, da kommen die raus. Ah, okay. Verstehe schon, da kommen die raus. Mal ein bisschen, jetzt wird schon ein bisschen zackiger. Aber ist kein Problem so. Ist kein Problem. Ja, wir machen jetzt ein bisschen mehr Wumms hier. Was, da kommt auch was oder was? Ja, die kommen von da oben. Oh, das ist aber Link, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Das ist jetzt saublöd. Da müssen wir ein bisschen mithelfen hier, weil sonst kriege ich das nicht hin. Ja, die laden die halt alle ab hier, aber zumindest kriegen wir Zeug hier. Ja, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich das hier hinten hingebaut. Das muss man natürlich wissen. Scheiße. Ja, am besten ist, wir starten das neu. Kann man das neu starten? Nee, das geht natürlich nicht. Ah, hier ist Pause. Okay, warte mal, neu starten. Wir starten das neu, weil ich habe nicht gewusst, dass die hier kommen. Das ist ein bisschen blöd. Naja, das muss man wissen, Leute. Das muss man wissen. So, dann mal den Baum da weg. Den können wir noch weg. Welcher war es noch? Den. Mal hier noch. Den noch, ne? Das war's. Ja, das muss man natürlich wissen, ne? Na gut, dann machen wir es anders. Wir werden hier in Slower hin. Hier den Flächendamage. Hat eine schöne Range. Und hier den normalen. So, so sollte das jetzt hinhauen und nicht so komisch wie vorher. So, schneller gibt es hier natürlich auch. Lassen wir den mal ein bisschen rein hier. Der nächste Wave ist kein Problem.
So, hier auch nächste Wave. Das muss zackiger gehen, Leute. Das muss zackiger gehen. Das muss ropfen. So, upgraden. Dann müssen wir den upgraden. Der muss auch ein bisschen reinfetzen hier. Und dann kriegen wir das schon hin, ne? Ich werde da mal ein bisschen mithelfen hier. So, dass wir ein bisschen Luft haben. Kann man ruhig schneller lassen. Nächste Wave gleich. Eine Kiste kriegen wir. Hier 400 Games. Also, es geht schon was vorwärts, aber es ist halt nicht easy, ne? Ich bräuchte ein bisschen Geld. So, jetzt haben wir aber ein Problem hier. Ja, das haut schon richtig rein, die Gewitterwolke. Das merke ich schon. Noch mehr den Flächendamage. So, jetzt kommen die wieder hier. So, das haue ich mal weg hier. Oh, kann man ruhig schneller machen. Jetzt kommen diese Einheiten hier wieder. Ich muss den ein bisschen upgraden hier. Ja, der muss jetzt reinhauen. Das Blöde ist, man sieht hier noch nicht, wie viel der Damage macht. Das ist ein bisschen ungut. Und der haut natürlich immer daneben. Das ist natürlich auch der Hit überhaupt. Kann man ruhig schneller lassen. Ja, die Mine macht nicht so viel Damage. Das macht am meisten und das Dynamit ist halt auch nicht so schlecht. Wie man sieht, ne? Kann man ruhig einpfeffern lassen, also ihr seht, das hat schon Sinn. Ja, läuft soweit, ne? Kann man nicht beschweren, oder? Lass mal das mal da. Nur Minchen hier. Wieso geht der nicht auf den? Ah, da müssen wir hier noch was hin. Und auch gleich upgraden. Wow, 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 Leute. Wow, 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 wow. Die wollen hier durch, die kleinen Scheißer. Das genehmigen wir aber nicht. Dann haben wir da mal ein Dynamit rein. Ein bisschen mithelfen. Jetzt wird schon ein bisschen knackiger. Das muss man sagen. Ja, ich werde mich einfach konzentrieren auf das hier. Weil mit diesem Upgrade von den Toren, was auch wichtig ist, komme ich im Moment nicht klar. Da hilft es mir mehr, wenn wir das hier upgraden, ne? Weil mit dem hier, ich weiß nicht, irgendwie... Entweder bringt es mir nichts oder keine Ahnung. Was ist das hier? Keine Armee kommt ohne Nahrung und Provision. Fälle 10 Bäume, um die Aufgabe zu erfüllen. Das haben wir doch schon, ne? Ja, das haben wir gemacht. Das geht schon. Was ist das? Wir benötigen Führungslinie für unsere Truppen. Blablabla. Bla, bla. Den Leuchtturm befreien. Ja, wie machen wir das? Das ist wahrscheinlich eine Mission oder so. Ja, das können wir noch nicht machen. Also mit den Quests, das ist auch so eine Sache. Ich probiere jetzt hier nochmal diese Werkstatt. Das ist echt... So, jetzt haben wir das dann endlich. Jetzt gebe ich das da rein. Kann ich das jetzt... Das geht irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich das verbessern soll. Das geht irgendwie nicht. Ja, das ist der Tower. Das ist mal klar. Aber das hier, das verstehe ich einfach nicht. Gehen wir mal das raus. So, jetzt gebe ich... Warte mal, wie geht das so? Das ist komisch. Verbessern. Geht nicht. Wie markiert man das? Muss doch irgendwo gehen. Ich kann das nicht verbessern. Immer bin ich drauf... Zwei von den gleichen Mechanismen. Das verstehe ich nicht. Das sind zwei gleiche. Das ist irgendwie unlogisch, Leute. Hauen wir das mal hier rein wieder. Das ist ein bisschen ungut, das muss man sagen. Das ist sehr ungut hier. Dann gehen wir das raus. Und das rein, das ist nämlich besser. Dass der schon ein bisschen gut reinhaut. Wir kriegen halt immer größere, so irgendwie sehe ich das hier. Können wir den verkaufen? Ja, das funktioniert. Dass man die kleinen verkauft, weil die kann man eh nicht brauchen, wenn ich nur zwei von denen habe. Das ist schon irgendwie komisch, ne? Hauen wir das nur da rein und das könnte nur hier rein. Wenn ich das jetzt rausgebe, müsste das doch das hier hinkriegen. Kann man das jetzt verbessern? Ne. So? Ne. Zur Verbesserung der erforderlichen Mechanismen, um zwei von den gleichen Mechanismen zu wählen. Das ist irgendwie so unlogisch, Leute. Vielleicht 2x2 oder so. Anders können wir das jetzt auch nicht vorstellen. Haben wir hier nochmal zwei irgendwo zufällig? Nee. Nein, keine Chance. Okay, gut, dann lassen wir das einfach.
Ich werde versuchen, das hier weiter zu upgraden. Da brauchen wir 200, dann haben wir 13% mehr Schaden durch den. Also der haut gut rein, der Blitz. Minus 5 Sekunden. Ja, das ist, wenn es ready ist wahrscheinlich, ne? Ich werde den nur weiter upgraden, soweit es geht. Weil das halte ich schon für wichtig hier. Was wir brauchen, wäre das upgraden. Das macht ja überhaupt keinen Damage, diese Vollfinage. Ah, jetzt kriegen wir schon zwei Landminen. Ja, jetzt geht was weiter, Leute. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall das da. Und dann gleich nur das da. Jo. Es wird teuer hier, aber läuft, ne? Gehen wir in die nächste Mission. Was haben wir hier? Das haben wir geschafft. Sehr schön, dann kriege ich noch Gems. Ja, dann können wir doch noch was upgraden. Das ist natürlich cool. Wie viel habe ich denn? 226. Das reicht hier nicht. Und bei dem? Bei dem reicht's. Ja, dann machen die Mine schon ein bisschen Wumms hier. Weil die taugen ja sonst gar nichts, muss man schon sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall nächste Mission, da kriegen wir wieder 230. Das ist der Leuchtturm. Wenn wir das geschafft haben, glaube ich, dann kriege ich diese Mission hier. Also wieder eine Belohnung und so. Es ist halt ein bisschen wirklich undurchschaubar, das Spiel. Es ist auf Deutsch, also das geht, aber ich blicke da nicht so durch. Das muss ich ehrlich gestehen. Das mit dem Upgraden, das verstehe ich überhaupt nicht. Vielleicht kann es ja einer von euch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr klarkommt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen die wieder? Gibt's Holz? Ja, hier Holz, dann kriegen wir ein bisschen was. Es sind meistens diese Bäume hier, aber auch diese. Das ist, da haben wir noch einen. Haben wir ein bisschen extra Geld hier. Da ist auch noch einer. So, wo man ein bisschen Kohle hier zu... Da müsst ihr halt probieren, welcher das ist, ne? Das ist zwar gut gemeint, aber es ist schon ein bisschen nervig, auch hier alle immer durchprobieren zu müssen. So, was können wir da oben denn machen? Jetzt ist die Frage, wo die wieder reinkommen. Wenn die hier wieder kommen, naja, dann habe ich wieder die Arschkarte, ne? Machen wir den Freeze da oben vielleicht. Machen wir den Freeze hier oben. Was hat der für eine Range? Das geht. Der hat eine super Range. Hier den Flächendamage. Und dann normalen. So können wir es machen. Jo, welcome. Kommt rein, ihr Säge. Da kann man das ausblenden, dass wir ein bisschen mehr sehen zum Beispiel. Können es ruhig schneller machen. Das sehe ich jetzt nicht das Problem. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.